So, meine Lieben, hier melde ich mich wieder zurück nach dem langen, harten Training. Ja, ich zeige euch jetzt das Endergebnis. So sieht es bei den Waffen aus, also bei allen dreien, bei René, bei Shushi und bei Slugsy. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass die Axt Level 7 und die Karte nur Level 6 ist, aber wie gesagt, ich habe euch ja beim letzten Part euch gesagt gehabt, dass man die letzten Orbs nur von Gegnern in der Mana-Festung jetzt bekommt. Und ehrlich gesagt, das kann ewig und drei Tage dauern, bis ich da die letzten Waffen-Orbs bekomme. Also, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Glaubt mir, es war schon eine Strafe, dass hier die ganzen Elementzauber von 7 bis 899 zu leveln waren. Glaubt mir, von 7 auf 8 ging es noch. Aber von 8 bis 899, glaubt mir, das hat sau lange gedauert. Da habe ich Stunden gebraucht dafür. Ja. Ja, okay, bei Shushi ging es noch. Aber bei Slugsy, boah, bei ihm hat es ewig gedauert. Oh ja. Hoho. Aber dafür gibt es neue Animationen für euch. Die zeige ich euch jetzt gleich natürlich. Ja, es gibt einen speziellen Grund, warum René jetzt tot ist. Damit ich euch auch gleich den Lebensdünger zeigen kann. Und hier. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Wir sind jetzt auf Level 99 bei jedem. Ja, wir haben maximales Leben erreicht. Bei jedem, ja. Okay. Seid ihr bereit für das große Finale von Secret of Mana? Also ich bin es. Ich hoffe, ihr auch. Puh. Schade. Schade, dass ich jetzt schon im großen Finale bin. Oh, das hat so viel Spaß gemacht, das Spiel, ey. So, und da ist natürlich die Mana-Festung. Da müssen wir ganz langsam hinfliegen und dann die A-Taste drücken und dann landen wir auch auf die Festung. Und so sieht es aus. Zumindest von außen. Und ganz... Nee. Ich wollte gerade sagen, und ganz neue Musik, aber nee, stimmt ja. Und ich habe gerade was vergessen zu aktivieren. Moment mal, das könnt ihr jetzt auch selbst sehen, weil das ist ja bald vorbei, das Spiel. Deswegen. So. Bam. Ja, ich habe vergessen, die Sheets zu aktivieren, deswegen hihi. Okay, also, Lebensdünger. Ja, dann werde ich den erstmal demonstrieren. Mal gucken, ob man da die ganz neue Animation sieht. Nee, ich glaube, die ist so geblieben. Fantastisch. Okay, dann zeige ich euch einmal das Kraftfahrzeug. Oder, obwohl, nee, Moment mal. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich werde euch jetzt beim Jungen jede Waffe einmal bis Maximum trainieren. Deswegen aktiviere ich mal ganz schnell die Speed-Taste. Und so sieht es aus. Bam! Yeah, was für ein Move. So, dann einmal die Axt. Wow! Doppeldrehung. Yay! Yeah, geiler Move. Ja, die Lanze. Bin ich mal ganz kurz. Shushi. Ja, auf Level 8. Ja, das dauert ewig. Und bam. Richtig geil, ey. Okay. Dann haben... Ah ja, die Peitsche hat ja Slugsy. Wie sieht die Peitsche jetzt auf Level 8 aus? LOL. Richtig geile Moves. Oh ja, der Satansbogen auf Level 8. Wie viele Pfeile schießt du jetzt? Oh, nee, das konnte ich jetzt nicht sehen. Moment. So. Ja, 3. Wow. Dann kommt jetzt der Bumerang. Auch 3. Geil. Dann der Drachenspeer. Ein, zwei, drei. Yay. Yeah. Und sogar noch die Ente getroffen. Fantastisch. Yeah. Roulette-Kick-Moves. Geil. Okay.
Das waren jetzt alle Waffen. Jetzt zeige ich euch natürlich die Zauber. Auf Level 8. Ach, schade. Das war nur die normale Animation. Ja, also, auch wenn man die bis 8,99 trainiert, es besteht eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass die neue Animation auch erscheint. Deswegen, ist halt ein bisschen doof. Ja, die Klingen, die sehen unverändert aus. Mann, warum kommen jetzt die neuen Animationen nicht? Ah ja, doch, da. Wow, habt ihr das gesehen? Fantastisch. Und wie sieht der Turboantrieb aus? Und nicht anders, ne? Naja, auch unverändert. Okay, was haben wir denn hier noch? Ah ja, die Ballonklette. Oh ja. Sehr schön. Na, da muss jetzt auch mal ein Gegner kommen. Genau. Level 8. Sieht wie aus? Ja, genau so. Genial. Okay. Ja, dann die Flammenwand. Auf 8,99. Ja, richtig groß. Ja, und knapp 500 Schaden, ne? Ja. Und wie sieht das Flammengas aus? Wow! Richtig geil, ey. Ja, also wenn ihr das auch so wollt, dann müsst ihr viel Zeit und Geduld dafür opfern. Ja. Ja, ich habe gestern Abend angefangen und habe heute Morgen das geschafft. Ja, so lange hat es halt gedauert. So, was kann ich euch denn noch zeigen? Ja, das Energieschild. Hoffentlich kommt die neue Animation. Ja. Richtig geil, ey. Ah ja, Laser-Inferno. Laser-Inferno. Hallo, Gegner. Da. Supi. Laser-Inferno. Sieht jetzt wie aus? Richtig schöner, verschnökelter Laserstrahl. Ja. So, ja, das Zauberschild sieht so aus wie das Energieschild. Das werde ich jetzt nicht aktivieren. So, und jetzt kommt Snaxi. Oh ja. Okay, da ist der Eingang zur Festung. Jetzt gehen wir in den letzten Dungeon rein. Und hier sind neue Gegner und auch neue Musik. Oh ja, richtig geil. Das sind die Metallkrabben. Ja, und hier habe ich auch offscreen trainiert, ne? Hier vorne. Ja. Ja, riesige Frostklumpen, ey. Wie sieht der Säureregen aus? Ich bin ja nicht neugierig. Ja, da kommt halt noch mehr Säure. Lol. Ach ja, und noch etwas. Fällt mir gerade ein. Also, ich habe bis hier trainiert. Also, weiter bin ich noch nicht gegangen, ne? Und glaubt mir, ihr seht es richtig. Ich habe einmal von den von den Panikenten, die einmal eine Entenkappe bekommen. Und ja, von den Metallkrabben habe ich sehr oft den Stahlpanzer bekommen. Dann bei den Satanswimpern, die wir auch noch sehen werden, habe ich ab und zu die Götterrope bekommen. Und hier den Drachenmantel, den habe ich... von wem habe ich den? Ah ja, von... Ja, von wem habe ich diesen Drachen? Ah ja, von der Voodoo-Maske. Genau. Bekommen. Genau. Und ja, so oft habe ich im Fetischring von den Klatschern bekommen. Die sind jetzt rechts von uns, diese komischen Schleimmonster. Ah ja, und dann habe ich hier einmal den Federhandschuh bekommen. Die habe ich von der Kriechereule bekommen. Aber sehr selten die... Handschuhe zu kriegen. Oh ja, sehr selten. Ja, das nur als kleine Nebeninfo. So, und dann muss ich noch das hier aktivieren. Den Energiesog. Yeah, da sieht man auch die neue Animation. Richtig geil, ey. Wow, 21 nur. Fantastisch. Okay, was habe ich denn noch? Was kann ich euch noch zeigen? Ja, der Efeu-Mantel. Ja, pff. Der sieht nicht unverändert aus. Ja, erscheinen... Längere Wurzeln halt. Das ist aber auch alles. So, dann kommt der Juwelenregen. Yeah.
Richtig geil. Und wie sieht jetzt die Schlammbombe aus? Hey, geil, da ist ein Gesicht drauf. Ist ja geil. Ja. Ich aktiviere mal kurz den Zauber so. Ja, das war jetzt die normale Animation. Ja. So, da habe ich jetzt alles. Oh ja, jetzt kommt Elektra. Ja, die Rätselaura, die sieht eigentlich auch unverändert aus. Ja, ein bisschen hat die sich verändert. Dann der Orkanschub. Yeah, das ist ein richtiger Orkan erschienen jetzt. Richtig geil. Dann den Blitzschlag. Level 8. Bam. Ja, das konnte man jetzt nicht so richtig sehen. Tut mir leid. So, jetzt aber. Bam. Ja, und jetzt müssen natürlich erstmal neue Gegner erscheinen. So, und wenn wir jetzt auf den lilanen Stein drauf klicken, dann erscheint eine Brücke. Ja. Und dann geht's auch weiter. Ah ja, hier, von denen habe ich den Drachenmantel bekommen. Ah ja, komm, erstmal die Blutgranate. Ja, danke, dass du mich jetzt vergiftet hast. Ja, das ist die normale Animation. Komm, jetzt zeig doch mal die große. Ja, das sieht doch richtig geil aus, ey. Bam, in your face. Richtig geil. Dann die Lavawelle. Yeah, auch die große Animation. Wow, was für Wellen, ey. So, dann nochmal ganz kurz einen Zaubersuch. Ja, toll, Junge. Hast du super gemacht. Ah ja, hier sind wieder die Höllenhunden. Ja, Rufhaltverstärkung. Ah ja, die... Ja, sieht genauso aus wie der Energiesog halt, ne? So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, hier bei Visufi. Und der Feuerhagel, der darf ja nicht fehlen. Und da erscheinen Drachen jetzt. Richtig geil, ey. Bäm! So, dann zeige ich euch jetzt Nocturne. Ja, die Höllenaura, die sieht eigentlich auch unverändert aus. Ja, und macht auch nicht allzu viel Schaden. Auch wenn die auf 899 ist. Okay, 275, ich habe nichts gesagt. Aber naja, so viel ist es auch wieder nicht. Ah ja, und die große Animation jetzt von den Hadesgranaten. Oh ja. Bam. Richtig cool gemacht, ey. Und tot. Immer noch nicht tot. Okay, fantastisch. Ja, dann erstmal wieder Magie abzapfen. Achso, du hast keine mehr. Toll. Und natürlich Hassgas. Muss ich euch auch noch zeigen. Oh, doch nicht die normale Animation. Die große, fette Animation, bitte. Oh, neue Gegner. Werwolf. Oh ja, die sind gefährlich. Die sind auch... Auch wenn ich jetzt auf Level 99 bin, die sind trotzdem noch gefährlich. Ja. Ja. Ja, sieht genauso aus wie bei der Blutgranate und bei den Hadesgranaten. Das ist die gleiche Animation. Richtig geil, ey. Okay, jetzt habe ich euch jeden Zauber gezeigt. Zumindest Angriffszauber. Ich könnte natürlich jetzt hier bei Lunatic auch ja, Morphing Gas euch zeigen, aber da sieht man keinen großen Unterschied. Ja, nur dass da jetzt ein bisschen mehr Gas erschienen ist. Fantastisch. Ja, und die Vollmondnacht kann ich ja auch mal aktivieren. Yeah! Ja, das war's eigentlich zum Großteil. Ja, super! Oh Mann. Na komm. Oh ja, das war ein schöner Schein. So. Ja, da kennen wir ja einen Trick. So. Ha! Okay.
Nom 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 nom. Ja, ich brauche unbedingt wieder ein bisschen Zauber, bitte. Magiepunkte. Ja, 15. Yay. So, dann aktiviere ich mal schnell die Luna-Kraft. Auf Slugsy. Auf... René. Und auf dich, Shoshi. So. Jetzt können wir Necronomicon platt machen. So. Ha, ein Schlag schon tot. Oh, knapp. Gut, ich glaube, da müssen wir jetzt nach unten. Aber natürlich erstmal hier den Klatscher erledigen. Genau. Ah ja, und das sind die Satanswimpern, die ich gerade meinte. Das sind halt die Glubschaugen hier. Ja. Ah, ist Shoshi da wieder eingeglitscht? Nee, nee, nee. Mach doch sowas nicht. Oh, nee. Nee, 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 nee. Yeah. Großes Laser-Inferno. Bam. Macht ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. Ah, da erwartet uns schon ein Dämonenritter. Und wir schalten hier Wege frei. Das ist der pure Wahnsinn. Und hier erscheint jetzt ein schönes Feld von Kristall. Ja, aktivier halt dein Zauberschild. Ich greife sowieso jetzt nicht mit Zaubern an. So, hier ist wieder eine Metallkappe, die tot ist. Oh, wie süß ein Qualmsauger. So. Und auf der linken Seite erscheint jetzt ein Weg. So. Ja, vermehrt euch halt. Bringt bloß nichts. Ah ja, und das sind wahrscheinlich Fetischringe. Ja, die allerdings schon zu viel ist. Ja, so viel habe ich von den Klatschen hier von den Fetischringen bekommen. Das ist der pure Wahnsinn, ey. So, das ist wieder ein Peitschenpunkt. Ach, wie süß. Eine Panikente wieder. Ah, ne, zwei. Lol. Ja, kommt. Noch eine. Wow. Ja, aktivier halt deine Blutgranate. Wow, ein Schaden. Super, ich bin stolz auf dich. So, ich buff uns wieder, weil jetzt der nächste Boss kommt. So, Energieschild noch. Und Neumond-Aura. Ah ja. Musste ich auch noch euch zeigen. Genau, da war ja was. So, okay. Erstmal das Auge hier platt machen. Und jetzt kommt der nächste Boss. Ja. Wieder ein Vampir. Ja, der Qualmfürst. Fantastisch. Erstmal Analyse. Richtig geil. Und er fürchtet Laterna. Okay. Ja. Laterna. Ist ja kein Problem, ne? Den kriegen wir schnell down. Ja, das war die normale Animation jetzt. Jetzt habe ich gar nicht auf das Leben geachtet. Vom Quantus. Aber der hat auch garantiert ganz schön viel. Wow, 900 Schaden. Mach halt so viel Schaden. Nochmal, Analyse. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Tut mir leid. Ja, vergifte halt René. Wow, 4000 im Monat ist ja schon gleich tot. Fantastisch. Okay. Und er müsste jetzt tot sein. Okay, noch nicht ganz. Okay. Na komm. Komm. Ja, jetzt ist er tot. So, jetzt kann ich euch natürlich auch euch beweisen, dass man von den Bossen hier auch keine Orbs mehr kriegt. Nein. Leider nicht.
Okay, dann kommt zwar die Meldung und weiter geht's, aber wir bekommen keine Orbs mehr. Seht ihr? Okay, jetzt muss ich erstmal wieder Lunarkraft wieder neu aktivieren. Auf René. Auf Sluxy. Und natürlich wieder auf Shushi. So. Neu gestärkt. Frisch gestärkt und weiter geht's. So, dann gehen wir erstmal hier nach rechts. Ah, der Dungeon ist groß. Und ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob ich richtig gehe. Ja, aktiviere halt dein Kraftwasser. Ja, ich weiß nicht. Ja, gehen wir erstmal hier nach unten. Ja, komm. Ja, so muss es laufen. Ah, gehe ich richtig, gehe ich falsch? Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich gehe falsch. Na komm. Gut. Ja, spuckt mich halt an, Voodoo-Maske. So. Ja, ich guck mal, ob ich jetzt richtig gehe oder nicht. Ja, jetzt hat natürlich wieder Lunakraft nachgelassen. Super. Und ich bin falsch gegangen. Toll. Okay, dann war die linke Seite der richtige Weg. Toll.